your blood. I look on you today. Heute schaue ich euch an. And I'm looking at the new. Und ich schaue das Neue an. Und jetzt ist die Zeit des Rufers gekommen. Gott gibt dir eine Stimme. Listen, if Hitler could raise up Nazis. Hört, wenn Hitler die Nazis erwecken konnte. Our leader, the Lord Jesus Christ, could raise up Nazarites. Er kann unser Führer, der Herr Jesus Christus, with the same passion. Erhebe dort, wo du jetzt stehst, deine Stimme zu Gott. Lass uns zu diesen Rufern werden, die zu Gott rufen, für ein geistliches Erwachen. And willingness. Die Willigkeit. To turn a nation back to God. Eine Nation zu Gott zurückzuwenden. Berlin im Sommer 2003. Die Geburt einer christlichen Erweckungsbewegung in Deutschland. Sie nennt sich The Call, der Ruf, und kommt aus Amerika. Über 10.000 Jugendliche haben sich vor dem Brandenburger Tor zu einer ekstatischen Massenandacht versammelt. Er ist der Gründer der Bewegung, Lou Engel. In Amerika hat er Hunderttausende Anhänger. Jetzt soll The Call auch in anderen Ländern entstehen. Wir alle rufen Gott gemeinsam an. Das ist sein Mann in Deutschland, Ben Rainer Krause. Er ist ein fundamentalistischer Christ mit einem großen Ziel. Und wir werden an diesem Tag sehen, wie durch eine junge Generation eine heilige Revolution beginnt in diesem Land. Dafür rekrutiert Krause seine Anhänger gezielt unter Jugendlichen und bietet ihnen etwas, das sie in den Kirchen oft vergeblich suchen. Sinnlich erfahrbare Religion. Seine Andachten sind euphorische Happenings. Wir brauchen diese Salbung, der Heilige Geist kommt. Und wir rufen aus, ein Tag des Gerichts über alle Götzen und ein Jahr der Gnade über unsere Nation. Revolution bedeutet aber von dem Ursprung des Wortes her eine Umwälzung. Und in dem Sinne auch Umwälzung einer Gesellschaftsform. Die Umwälzung in den USA hat sie schon stattgefunden. George Bush verdankt den Evangelikalen beide Wahlsiege. 20-30% der Amerikaner sind solche Fundamentalchristen. Sie nehmen Text und Gebote der Bibel wörtlich und versuchen, ihr fundamentalistisches Weltbild in der Politik zu verankern. Der Präsident bezeichnet sich als wiedergeborener Christ und berät alle wichtigen Entscheidungen mit den Führern der größten Freikirchen. An einigen Schulen wird bereits Schöpfungsgeschichte statt Evolutionstheorie unterrichtet. Die Evangelikalen verfügen über ein Imperium von TV-Sendern, Radiostationen, Verlagen und Internetangeboten. Welcome back to the Washington Watch Weekly. Eine der einflussreichsten Lobbyistengruppen ist der Family Research Council. Mit seiner Radiosendung erreicht er jede Woche bis zu 30 Millionen Zuhörer. Pierre Bynum ist seit 30 Jahren Prediger und Lobbyist. Er kennt fast jeden wichtigen Entscheidungsträger der amerikanischen Hauptstadt persönlich. Ich glaube, George Bush ist Präsident, weil Gott ihn dazu auserkoren hat. Und seine Wiederwahl hat er hauptsächlich Christen zu verdanken. Die haben hart gearbeitet, Millionen von Christen haben sich für ihn engagiert und für ihn gestimmt. Das hat den Ausschlag gegeben. Während Pierre Bynum in den Chefetagen Lobbyarbeit betreibt, machen verbündete Aktivistengruppen die Basisarbeit. Der Cheflobbyist hält große Stücke auf The Call. Heute protestieren sie vor einer Abtreibungsklinik in Washington. Koordiniert von Lou Engel sind sie überall dort präsent, wo gegen christliche Gebote verstoßen wird. Das Ziel ist, ein weltweites Netz aufzubauen. An die Deutschen hat der leidenschaftliche Nationalist allerdings besonders hohe Erwartungen. But I believe that Hitler
had a voice. Ich glaube, Hitler hatte eine Stimme für die jungen Menschen der Welt. Doch er war ein gebrochener Mann und hatte die falsche Stimme. Ich glaube, Gott hat eine Bestimmung für Deutschland. Die Bestimmung ist, die Jugend der Welt zu sammeln und sie zu Jesus Christus zu führen. Ich bin ins Olympiastadion in Berlin gegangen. Dort ist eine Glocke, eingraviert das Hitler-Zitat, ich rufe die Jugend der Welt. Ich bin dort hochgegangen und habe gebetet. Herr, lass Deutschland die Jugend der Welt rufen, um Jesus kennenzulernen. Ich glaube, das ist die Gabe, die Deutschland erlösen kann. Die Bestimmung der Deutschen. Sie sind Krieger. Ich glaube, eine große Armee der Liebe kann in Deutschland wachsen und sie wird ganz Europa und die Welt beeinflussen. Wenn er nach Deutschland schaut, fühlt sich Lou Engel in seinen fragwürdigen Thesen bestätigt. Tatsächlich findet zurzeit eine Art religiöser Boom statt. Das Jahr 2005 ist durch kirchliche Mega-Events geprägt. Zum Kölner Weltjugendtag im August pilgerten Millionen Jugendliche, um dem Papst zuzujubeln. 1,2 Millionen Besucher kamen zum evangelischen Kirchentag in Hannover im Mai. Ein Rekord. Offenbar sehnen sich viele in Zeiten von Perspektivlosigkeit und zerbrechenden Familienstrukturen nach tieferen Werten und festen Regeln. Außerdem wird der Eventcharakter geschätzt. Für freikirchliche Gruppen ist das die Chance. Auch Ben Rainer Krause und The Call sind in Hannover präsent. Ein Team von uns war gestern unterwegs, traf zwei super gestylte Mädels, 18 Jahre alt, sind irgendwo von der Ostsee hierher gereist und dann hat unser Team sie gefragt, warum seid ihr hier? Haben sie gesagt, wir sind hier, weil wir jetzt endlich mal wissen wollen, was das mit Gott auf sich hat. Also die sind auf der Suche nach Gott. Viele Menschen hier auf dem Kirchentag sind auf der Suche nach Gott und wir wollen sie bekannt machen mit Jesus. Und das tun sie im Schichtdienst mit 220 Missionaren. Zunächst gilt es, die Aufmerksamkeit der suchenden Teenager zu wecken. Zum Beispiel durch christlichen Hip-Hop. Der 20-jährige Esbjörn Gerking rappt von Jesus in der Fußgängerzone von Hannover. Seit der Massenandacht am Brandenburger Tor gehört er zu den eifrigsten Missionaren von The Call. Vorher galt er als rebellisches Problemkind, verloren in der Pubertät. Seine Geschichte ist eine typische für die jungen, wiedergeborenen Christen. Aufgrund der Scheidung meiner Eltern und so ein paar Sachen, die in der Schule liefen, ich bin extrem hyperaktiv zu der Zeit gewesen, dann musste ich von der Schule gehen und lauter solche Sachen, dann angefangen mit Kifferei und so, das mit 12 und dann war das dann halt irgendwie so eine komische Phase und dann brauchte ich halt einen Halt. Und in dem Moment habe ich dann halt Sachen da eingelassen, so, wo ich wusste, hey, das ist falsch, die zu machen. Und dann hat mir das, der Glaube in dem Sinne Sicherheit gegeben und ich wusste, hey, das ist mein Weg, den will ich gehen. Der Glaube und die Gruppe. Auf dem zentralen Platz des Kirchentags veranstaltet The Call ein christliches Popkonzert. Seichter, eingängiger Pop mit Texten über den Superstar Jesus. The Call bedient sich der Mittel der Popkultur, um die Jugend zu erreichen. Anders als in den Kirchen wird vor allem die freudige und emotionale Seite des Glaubens betont. Heute sind rund 5000 Zuhörer zum Konzert gekommen. Meist partyfreudige junge Menschen, die in ihrem Leben nicht selten überfordert sind von dem Überangebot an Möglichkeiten. Ich glaube, dass sehr viel ausgelöst worden ist durch den 11. September damals in Amerika. Und dann, ich glaube, ein knappes Jahr später oder ein halbes Jahr später war dieses Attentat in Erfurt. Der Robert Steinhäuser hat etliche Schüler umgebracht und danach sich selbst. Und dann waren so verschiedene andere Zeichen, die irgendwie die westliche Welt ein Stück weit zum Erwachen gebracht haben, dass es mehr gibt als Konsum, Materialismus und Spaß. Auch der Theologe und Publizist Uwe Birnstein stellt einen Wertewandel bei Teenagern fest. Er beobachtet die evangelikale Szene seit Jahren, hat mehrere Bücher zum Thema geschrieben.
Seine These? Die Evangelikalen liefern einfache Botschaften und Antworten und bieten so den Orientierung suchenden Jugendlichen einen Halt im Meer der Beliebigkeit. Besonders die Protestanten bekommen den christlichen Rechtsruck zu spüren. Es gibt die Tendenz, für mich als evangelischer Theologe ist das bitter, aber nicht wegzuwischen, die Tendenz im Weltmaßstab, dass die fundamentalistischen Gruppen wachsen, dass der Katholizismus zumindest stagniert, wenn nicht wächst, und dass die Protestanten, unsere Couleur, also die liberalen Protestanten, denen auch die Theologie wirklich wichtig ist, dass die in absehbarer Zeit wirklich ganz minimal werden. Das zeigt eigentlich, dass die Menschen Regeln brauchen und dass die Gruppen, die diese Regeln vermitteln, dann auch Erfolg und Zulauf haben. Abseits der Großveranstaltungen werden die Leitlinien vermittelt. An der sogenannten Holy Revolution School, Schule der Heiligen Revolution. Das Seminarzentrum liegt abgeschieden in Hessen auf der Wasserkuppe. Hier bildet The Call junge Anhänger in Wochenendseminaren zu Missionaren aus. Das dauert ein Jahr lang. 180 Schüler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nehmen dieses Mal teil. Manche kommen aus Neugierde, andere werden von ihren Eltern geschickt. Die sind oft selbst evangelikale Christen und wollen, dass ihre Kinder lernen, offensiv mit ihrem Glauben umzugehen. Die Teenager werden hier ernst genommen. Sie sind Auserwählte mit einer wichtigen Aufgabe, die Missionierung ihrer Heimat. Viele Teilnehmer sind auffallend jung. Die Kurse sind ab 12 Jahren zugänglich. Die 15-jährige Susanna nimmt zum ersten Mal teil. Ich glaube einfach, dass Gott einen genialen Plan mit mir hat, mit meinem Leben. Ich möchte Missionarin werden und dafür muss ich natürlich auch predigen können. Und bisher habe ich das noch nicht getan, aber ja, ich möchte einfach meine Angst dafür verlieren, dass ich das eben mal kann. Diese junge Generation ist so hungrig nach Leben, ist hungrig nach Liebe. Und die Welt bietet so viele Möglichkeiten, den Hunger nach Liebe gestillt zu bekommen, den Hunger nach Leben gestillt zu bekommen. Aber er wird nicht gestillt. Er wird nur durch eine Person gestillt. Und das ist Jesus alleine. Amen. Okay. So, wir haben heute Nachmittag Workshops. Sag mal Workshop. Sag mal Shopwork. Okay. Am ersten Tag verteilen sie sich auf verschiedene Seminare. Je nach Begabung können sie sich zum Heiler oder zum Prediger ausbilden lassen. Esbjörn hat inzwischen Karriere gemacht bei The Call und ist einer der Gruppenleiter der Schule. Er spricht zum Thema Face Your Fears, stell dich deinen Ängsten. Und wie antwortest du dann? Natürlich sollen wir Liebe antworten, aber auch bestimmt. Gesalzen. Sein Vortrag wird mitgeschnitten und auf CD gebrannt, damit die Jugendlichen es sich zu Hause immer wieder anhören können. Ein wichtiges Ziel des Seminars ist es, sie mit rhetorischen Waffen auszustatten, damit sie ihren Altersgenossen unpopuläre Leitsätze erklären. Zum Beispiel, Homosexualität ist Sünde und vorehelicher Sex auch. Ich weiß nicht, welchen Gott du am Sonntag anbeten wirst. Und drittens, solltest du nicht so abfällig über Gott reden, weil irgendwann wirst du dich nochmal wundern, was mit deinem Leben passiert, wenn du nicht mit Gott lebst. Und ich habe es sehr oft erlebt, Leute, die sagen, dass Christen heutzutage keine Verfolgung erleben. Bah, so ein Käse. Die Verfolgung erlebe ich, wenn ich gefragt werde von meinen Klassenkameraden, wie es aussieht mit Sex vor der Ehe. Und ich dann ganz straight sage, nö, mach ich nicht, brauche ich nicht, habe ich nicht nötig. Gott hat da einen Plan für mich. Und deswegen frage ich mich dann, inwieweit da auch ein Segen drauf liegt, wenn ich mir angucke, wie viele Menschen auch aus meinem Freundeskreis mit einem gebrochenen Herzen aus einer Beziehung gehen. Aufgrund eben, dass sie sagen, ja, scheiße, doch gepoppt und irgendwie doch unzufrieden. Und was immer bleibt ist, das sage nicht ich, das sagen mir Leute, was immer bleibt ist, bei jedem Mal Geschlechtsverkehr mit einer anderen Person, ist ein Teil von mir, bleibt da. Parallel läuft der Tanzworkshop. The Call-Missionare müssen sich bewegen können. Manchmal gibt es Tanzeinlagen in den Fußgängerzonen, allerdings auf sittsame Weise.
christlicher Tanz gleicht nämlich nur auf den ersten Blick dem ganz normalen Jazz-Dance. Manches, was in Musikvideos gezeigt wird, finde ich nicht gut und solche Schritte würde ich da auch nicht reinbringen. Und da würde ich auch denken, eine Sache, die uns unterscheidet, ist, dass wir einfach auch auf unsere Kleidung sehr genau achten. Also eben nicht bauchfrei tanzen oder nicht mit einem so großen Ausschnitt, dass man wirklich alles sieht oder durchsichtigen Klamotten. Weil wir damit Männer reizen. Und ich glaube, dass wir Frauen einfach eine Verantwortung haben, den Männern gegenüber. Gerade weil Männer wirklich visuell geprägt sind und es für sie sowieso schon so schwer ist, durch die Straßen zu laufen, weil rechts und links überall halbnackte Frauen sind. Und die Bibel aber sagt, dass das Ehebruch ist, wenn ein Mann schon nur eine Frau lüstern anguckt. Und in dem Moment, wo ich mich so kleide oder vor allen Dingen, wenn ich mich da noch aufreizend dazu bewege, verleite ich einen anderen Mann zum Ehebruch. Und da kann ich einfach Grenzen setzen und sagen, nein, das will ich nicht. Ich möchte verantwortlich mit meinem Körper umgehen, mit meiner Kleidung umgehen und auch mit meinem Tanzen umgehen. Susanna hat sich dem Kurs für christliches Heilen angeschlossen. Hier herrscht die Überzeugung, dass man Jesus Heilkräfte durch intensive Anrufung direkt aktivieren kann. So will Johannes jedwedes Leiden wegbeten, auch einen zu klein geratenen Fuß. Im Namen Jesus Christus spreche ich zu dem Fuß, komm, komm, komm Fuß, ich sage zu dir, wachse, 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 wachse. Okay, hinstellen, aufstehen, herkommen. Im Namen Jesus Christus spreche ich zu dem Becken, ich soll gerade werden im Namen Jesus Christus. Jede Verkrümmung, ich spreche komplette Heilung aus. Das soll gerade werden im Namen Jesus Christus. Man hat ja gesehen, die Menschen wurden geheilt. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip. Ich glaube fest an das, was in der Bibel steht. Und die Bibel ist das Wort Gottes und das funktioniert. Und wenn ich daran glaube und danach handle, weiß ich es ganz genau, dass es funktioniert. Und es immer so sein wird. Göttliche Zeichen und Wunder spielen eine große Rolle bei The Call und erfreuen sich bei den Jugendlichen großer Beliebtheit. Genauso wie die exzessive Spiritualität beim lautstarken Parallelbeten. Die Evangelikalen suchen einen ganz persönlichen Zugang zu Gott, ohne kirchliche Zeremonien. Manche geraten in religiöse Trance, beginnen in fremden Zungen zu reden, dem sogenannten Sprachengebet. Manchmal merkt man einfach, dass, also wenn ich im Sprachengebet zum Beispiel gerade eben, da denke ich gar nicht, was ich rede und ich rede einfach und ich merke, das ist der Heilige Geist und irgendwie, es kommt nicht durch meine eigene Kraft, sondern von Gott halt. Am Abend erfolgt eine Zeremonie, die für viele so intensiv wie ein Drogenrausch ist. Unter religiösem Dauersingsang segnen die Mentoren ihre Schüler einzeln. Wieder wird der Heilige Geist beschworen und aufgefordert, in den Körper des Jugendlichen zu fahren, mitunter bis zum Zusammenbruch. Es ist von Drogen high sein, ist nichts dagegen. Das ist alles nur Nachahmung. Was das Wirkliche ist, ist, was man bei Gott findet. Und das ist einfach diese Liebe und Freude, ja, dieser Frieden, was man merkt, wenn Gott da ist. Das ist der Hammer, unbeschreiblich. Die Methoden, mit denen The Call die Schüler geistig formt, sind einfach. Das intensive Gruppenerlebnis gepaart mit körperlich erfahrener Spiritualität und mentaler Indoktrinierung. Eine Methode, die zum Teil von Gehirnwäsche nicht mehr zu unterscheiden ist. Mit Gott halt. Ich,
Er ist das Beste, was mir je passieren konnte. Und ich gehe mit ihm und das heißt, ich habe alles. Ich habe den Sieg praktisch, weil er hat alles besiegt am Kreuz, als sie gestorben ist. Und dadurch habe ich ihn in mir und mit ihm gehe ich ja noch. Am nächsten Morgen. Ben Rainer Krause tankt Kraft für den zweiten Seminartag. Der 33-Jährige gilt inzwischen als einer der einflussreichsten fundamentalistisch-christlichen Jugendprediger in Deutschland. Circa 1,3 Millionen evangelikale Christen leben hierzulande. Während die Kirchen leer sind, begeistern Events wie die von The Call Tausende. Alles unter seiner Führung. Vor 7 Jahren hat der gelernte Einzelhandelskaufmann seinen Job gekündigt. Ich fühle mich berufen in der Weise, dass ich dazu bestimmt bin, Gott zu dienen. Das empfinde ich schon. Und ich gehe nicht ins Kloster. Manche empfinden, dass sie berufen sind, dorthin zu gehen und dort Gott zu dienen. Aber mein Ruf, der auf meinem Leben liegt, den spüre ich oder das empfinde ich schon so, dass ich hier nicht etwas tue aus eigenen Ambitionen oder aus eigener Kraft, sondern dass Gott mich gerufen hat dazu, einer jungen Generation zu dienen und sie zu Gott zurückzurufen. Das ist der Ruf letztendlich, der auf meinem Herzen brennt. Das Wochenende klingt mit einer Party aus. Nach dem Beten wird gefeiert. Diese Mischung hat sich bewährt. Also ich denke, Lobpreis oder diese Anbetung hier, das ist viel besser, wie wenn man auf einem Konzert irgendwie welchen Popstars zujubelt, weil Gott ist viel größer wie irgendein Popstar. Das ist mein Traum ist, dass sie in die Gesellschaftsbereiche reingehen, sei es als Grafiker, sei es als Musiker, sei es als Beamter, sei es als Geschäftsführer irgendeiner Firma und dort in diesem Gesellschaftsbereich den anderen Menschen zeigen, was es bedeutet, in einer ganz normalen Arbeit zu stehen, aber täglich mit Jesus zu leben und nach christlichen Werten und Überzeugungen zu handeln. Ich fände es schön, wenn Christen in allen politischen Häusern sitzen, in den Schulen, natürlich auch in den Kirchen, da tun sie auch mal ganz gut ein paar Christen. Das sind aber nur Namensbezeichnungen. Was diese Gruppen meinen, ist, dass die Gruppen oder Organisationen tatsächlich infiltriert werden durch dieses sehr enge ideologische Christentum. Und das erinnert mich, auch wenn es die Fundamentalisten jetzt total nervt, wenn ich das sage, aber es erinnert mich natürlich an Scientology. Die sagen auch, also wir, unsere Leute müssen überall sitzen, in der Staatskanzlei, in den Schulen, in den Universitäten, damit wir unsere Macht in der Gesellschaft durchdrücken können. Das kann nie gut sein, wenn es mit Ideologie verbunden ist. Doch die Gruppen wachsen anscheinend unaufhaltsam. Bereits ein Drittel aller Christen weltweit bezeichnet sich als evangelikal. Die Idee, mit modernen Happenings ein erzkonservatives Christentum zu vermitteln, wurde im Jahr 2000 geboren. Bei der The Call-Massenandacht in Washington D.C. versammelten sich 500.000 Menschen. Von dort breitete sich The Call über die ganze Welt aus. Auf den Philippinen ebenso wie in Südkorea, Australien, Brasilien und England. In allen Ländern liegt das Durchschnittsalter der Anhänger unter 20. If you are absolutely serious about enlisting in the army, if you are absolutely serious about giving your life for a Jesus revolution, if you mean it, begin to lift your voices. Cry out! Cry out! Cry out! Here I am! Here I am!
Etwas leiser, aber nicht weniger entschlossen, widmet Susanna ihr Leben dem Heiland. Pforzheim in Baden-Württemberg, ihrer Heimatstadt. Das intensive Seminar in der Holy Revolution School wirkt noch nach. Die Schülerin hat ihr normales Teenagerleben aufgegeben. Susanna hat in der Schule einen Bibelkreis initiiert, nimmt wöchentlich an zwei weiteren teil. Außerdem verzichtet sie auf den Computer und auf die CDs ihrer Lieblingsbands. Ich habe irgendwie gemerkt, das kann es nicht sein. Ich kann zurzeit einfach keinen Rock mehr hören irgendwie. Auch wenn ich das vorher getan habe. Das ist irgendwie fremd geworden. Und von alleine. Und ich fühle mich jetzt auch nicht so, als wenn Gott mir das verboten hätte zu tun. Sondern das will ich von mir aus einfach nicht mehr. Und ich glaube, so geht es mit vielen Dingen. Einfach, dass wir merken, dass es nicht richtig ist, Dinge zu tun, und dann lassen es auch von uns aus. Im Jugendzimmer mit der besten Freundin. Auch sie hat sich The Call angeschlossen. Statt Postern von Boygroups hängen Bibelsprüche an der Wand. Himmlischer Vater, ich danke dir für die zwei Mädels. Ich danke für ihren Glauben. Und ich danke dir für ihr Leben, das du ihnen gegeben hast. Beim Abendbrot ist zurzeit nur der Vater. Susanna und ihre Freundin fasten seit 40 Tagen, verzichten nach 15 Uhr auf das Essen. Der Vater, ein evangelischer Religionslehrer, begrüßt die Wandlung seiner Tochter, trotz ihrer radikaler werdenden Ansichten. Irgendwie, immer wenn ich irgendwie einen Moslem sehe oder sowas, muss ich gleich für ihn beten, so, weil ich einfach spüre, hey, da fehlt irgendwas da. Und ich beobachte das natürlich auch und stelle auch dann immer wieder Fragen, und da merke ich für mich, dass sie auf dem Boden geblieben ist. Im Hochsommer treffen die Schüler der Holy Revolution School wieder zusammen. Jetzt geht es in die Praxis. Susannas Team wird von Esbjörn geführt. Die Aufgabe? Straßenmissionierung. Der Erfolg der Evangelikalen beruht auch auf dem eifrig befolgten Missionsbefehl. Die besondere Schwierigkeit heute? Sie sind im gottlosen Osten unterwegs. Brandenburg. Die erste Station ist Frankfurt-Oder. In Zweiergruppen verteilen sie sich über die Stadt und suchen nach potenziellen Bekehrungswilligen. Susanna ist mit Simon unterwegs. Es ist ihre erste Praxisübung. Noch nie hat sie wildfremde Menschen angesprochen. Das große Vorbild ist der routinierte Esbjörn. Ich würde euch gerne mal eine Story erzählen. Ist okay? Ja. Und dann würde ich gerne für euch beten. Gott, ich danke dir für Steffen, Herr, und ich segne sein Leben, Herr. Ich danke für ihn, Herr, und ich bete einfach dafür, Vater, dass du ihm Sicherheit gibst in seiner Zukunft, Herr, dass er erkennt echt, dass du einen Plan hast, Herr, einen guten Plan hast, und bitte ich einfach dafür, dass er eine Lehrstelle kriegt, Herr, dass er eine Ausbildung kriegt, dass er weiß, was er macht in der Zukunft, Herr, dass er gutes Geld verdient, Herr, dass er ja einfach für sich dann sorgen kann, Herr, und dass er einfach ein gutes Leben findet. Amen. Amen. Dass Esbjörn einfach so predigen kann, um sich ohne sich vorzubereiten, das fasziniert mich schon, und ich denke, das sollte auch so sein, weil ich denke, Jesus hat sich nicht vorbereitet und die Jünger haben sich auch nicht vorbereitet, sondern sie sind einfach losgegangen, haben darauf vertraut, dass Gott ihnen einfach die richtigen Worte in den Mund legt. Und was machst du da jetzt direkt? Also direkt quatsche ich mit Gott, dass der dir für dich irgendwie was hat. So. Kannst du das auch für mich machen? Mach's mal. Klar. Susanna und Simon sprechen drei Jugendliche an. Nach wenigen Minuten sind sie von der ganzen Clique umringt. Die zwei beten für die verblüfften Brandenburger. Dass sie das erfahren kann und dass du ihr einfach Glück im Leben gibst, so, dass sie glücklich ist und dass sie ein erfülltes Leben haben kann. So. Und dass sie einfach irgendwie all das kriegt, was du für sie vorgesehen hast, und dass du sie einfach segnest, Jesus. Amen. Amen. So. Passiert. Das war voll cool. Also es war wirklich so, wie ich mir das gewünscht habe, dass Gott einfach bei mir war. Und ich irgendwie, mir sind irgendwie irgendwelche Sachen eingefallen. Und die habe ich dann gesagt, und das war voll cool. Unterdessen predigt Esbjörn vor einer Gruppe Skater. Die meisten haben mit Gott und Kirche nichts am Hut. Esbjörn trifft trotzdem den richtigen Ton. Ich habe die Bibel aufgeschlagen und habe gesagt, wenn irgendetwas, was da drin steht,
real ist, dann möchte ich es erleben. Ey, da möchte ich jede eigene Zeile, die da drin steht, erleben. Da möchte ich erleben, dass Menschen geheilt werden. Ja? Möchte ich das volle Programm. Ja? Ich möchte erleben, dass, dass ich Träume und Visionen habe. Ich glaube, dass die Kirche jahrelang versäumt hat, mobil zu sein, bei den Leuten zu sein. Und wenn man sich Jesus anguckt, Jesus war derjenige, der bei den Menschen war. Jesus wurde Freund der Sünder genannt. Und er hat die Menschen geliebt. Ja? Und ich liebe es, mit dem Typen da zu sitzen und nicht mehr über Gott zu reden, sondern einfach mit ihm eine gute Zeit zu haben und über meine Erfahrungen zu reden und ihm einfach zu sagen, hey, Alter, grab deinen Kopf nicht in den Sand, du kriegst einen Job. Kämpf drum, du hast Potenzial, du hast Gaben, setz dir ein. Ja? Und dann nebenbei ihm sagen, hey, Alter, und weißt du was, bet eine Runde, das tut dir gut, dann hast du Kraft, diesen Fight durchzustehen. Am Ende werden Adressen getauscht. Das Sammeln von Kontaktdaten ist wichtig. Ab jetzt wird der junge Mann regelmäßig Post von The Call bekommen. Also wenn es jetzt, keine Ahnung, seid nur in der Liebe, im Beruf, wie auch immer, irgendwie super, super läuft, so an sich, wenn jetzt die Frauen bei mir Schlange stehen, so, dann glaube ich vielleicht dran, aber so, ne? Wenn sowas passiert, ne? Dann könnte man auf jeden Fall drüber nachdenken, ne? Aber lassen wir uns überraschen, sag dazu erstmal so, ne? Na, ich würde nicht sagen, dass wir jetzt bekehrt sind, aber ich meine, wir konnten nicht viel falsch machen und wir haben so gedacht, uns kam es ziemlich bekannt vor, was sie uns so erzählt haben und man kann ja nicht viel falsch machen, deswegen haben wir uns gedacht, machen wir es einfach. Esbjörn steht vor der Entscheidung, ob er sein Leben ganz dem Glauben und der Mission widmen oder doch lieber irgendetwas mit Werbung studieren will. Um endgültige Klarheit zu bekommen, will er The Call in den USA besuchen. Dort ist man schon weiter auf dem Weg zur heiligen Revolution. Esbjörn stören die radikalen Ansichten seiner amerikanischen Vorbilder nicht. So eine Radikalität finde ich positiv und finde ich gut und finde ich auch gesund. Wenn der Kern der Sache etwas ist, was anderen Menschen dient, wo es um Liebe geht, ja, Jesus sagt, das höchste Gebot ist, die Menschen zu lieben, unter anderem. Und wenn das radikal ausgelebt wird, ja, dann halte ich das für gesund. Auf dieser weitläufigen Farm außerhalb Washingtons lebt der Führer Lou Engel mit 50 Anhängern in einer christlichen Kommune. Engel hat in ganz Amerika Fans, die ihn finanziell unterstützen. Und auch die jungen Aktivisten zahlen, wenn sie bei ihm leben. $250 im Monat. Sie lernen bei ihm, wie man aus einer Mischung von Gebet und politischer Aktion Einfluss auf die Regierung ausübt. Governmental Intercession heißt das hier. Lou Engels Leute reisen zu diesem Zweck durchs ganze Land. Einige sind gerade aus New Orleans wiedergekommen, dessen Zerstörung sie für ein gerechtes Urteil des Himmels halten. Ich behaupte nicht, jeder Hurrikan sei eine Strafe Gottes. Was ich aber von ganzem Herzen sagen kann, dass in New Orleans viele Dinge passieren, über die Gott nicht erfreut ist. Gott ist nicht erfreut, dass in New Orleans mehr Kinder abgetrieben werden als in vielen anderen Städten. Sie haben eine sehr hohe Kriminalitätsrate dort unten. Die Menschen sind arm, weil sie ungerecht behandelt werden. Sie geben sich sexuellen Ausschweifungen hin. Gott kann da doch nicht einfach weggucken. God can't turn a blind eye to those things. Ein klares Weltbild ohne Differenzierung. Sie meinen zu wissen, was gut und was böse ist. Und das Böse wird unermüdlich bekämpft. Heute demonstriert die Gruppe in Washington, D.C. Sie hat Aufstellung vorm obersten Gerichtshof genommen, dem Supreme Court. Diese Instanz wollen sie für ihren Kampf gegen das Böse instrumentalisieren. Nur der Supreme Court könnte zum Beispiel das Recht auf Abtreibung aufheben. In diesen Tagen wird Präsident Bush die neuen Kandidaten für zwei vakante Richterstellen benennen. Die Aktivisten beten mit verklebten Mündern, dass es ihre Kandidaten sein werden. Wenn die Stellen mit Evangelikalen besetzt werden, dann ist die wichtigste Schlüsselposition in der Gesetzgebung erobert. The battle's really raging. We
Die Schlacht läuft in diesem Augenblick. Wir brauchen nur noch zwei Richter für die Mehrheit. Ich bin überzeugt, es wird während der Präsidentschaft von George Bush passieren. Wir brauchen zwei Richter, die für das Leben, für Rechtschaffenheit und für Wahrheit stehen. Deshalb sind diese jungen Leute hier. Espion fasziniert diese Form des politischen Aktivismus. Das gibt es bisher noch nicht in Deutschland. Gut, was sicherlich interessant ist, ist das mit den Tapes, dass wirklich diese stummen Gebete, diese stummen Schreie zum Himmel, dass man das nach außen hin, das ist sicherlich eine gute Idee. Und das wäre zum Beispiel eine Sache, die man die ich auch als positiv mitnehmen würde nach Deutschland. Direkt im Regierungsviertel befindet sich die Zentrale von The Call, gleich um die Ecke vom Kapitol. Hier wird politisch gepredigt. Lou Engel kommt direkt zur Sache. We are trying to make the political spiritual. I love that statement. We are trying to be salt and light so the government runs right. The church's call is not to be silent and be politically correct. Because there is no such thing as separation of church and state. Die USA sollen ein Gottesstaat werden, ohne Trennung von Staat und Kirche. Dafür beten sie heute. Auch Espion. Auf dem Theorieteil folgt dann die religiöse Ekstase. Am Ende wird die Nationalflagge angebetet, ein festes Ritual. Diese Christen sind auch überzeugte Nationalisten. Es gibt beim Thema Fundamentalismus zwei Aspekte, glaube ich. Einmal das Religiöse, sie berufen sich ja tatsächlich auf die Bibel und sie lügen ja nicht. Die Sachen, die zitieren, die stehen ja tatsächlich in der Bibel. Aber das andere ist ein psychologisches Phänomen und das macht es, glaube ich, gefährlich, dass nämlich Menschen wie in tatsächlich auch Sekten auf eine Linie eingeschworen werden und dass diese Gruppen aus der Abgrenzung leben. Also wir haben den reinen Glauben, den es nie gab in der ganzen Kirchengeschichte. Das war immer ein Kampf zwischen verschiedenen Glaubenssystemen, zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen, auch im Christentum. Aber diese Gruppen sagen, es gibt den reinen Glauben und den findet ihr bei uns. Zurück in der Holy Revolution School. Im Oktober trifft sich der Jahrgang zum letzten Mal. Die Jugendlichen sind nach den vielen Seminaren und Missionierungslehrgängen eine eingeschworene Gemeinschaft geworden. Übermorgen werden sie als fertige Missionare ausgesandt. Sie sind fit für den Heiland, mit dessen bevorstehender Wiederkehr sie fest rechnen. Ich erwarte jeden Tag, dass er kommt. Und so lebe ich, möchte nicht leben mit der Perspektive, vielleicht in 100 Jahren kommt Jesus zurück, sondern ich glaube, dass er wiederkommt und ich glaube, dass es nicht mehr so weit entfernt ist. Okay. Espion berichtet den Mitstreitern von seinen Erlebnissen in den USA, die ihn tief beeindruckt haben. Junge Christen als politische Aktivisten.
Das ist die Rolle, in der er sich und seine Schüler künftig auch sieht. Ich habe mich einfach, die haben mich begrüßt, die Amis, war ganz nett. Und ich habe einfach gemerkt, stell dich jetzt dazu. Ich wusste ja nicht, wie lange die da jetzt stehen, vielleicht 10 Minuten oder was. Hab mir so ein Live-Tape genommen und dann stand ich da von morgens 10 bis nachmittags 16 Uhr. Und es war richtig schön warm und es war krass. Es war eines der heftigsten, da werde ich gleich auch noch näher drauf sprechen, Erlebnisse in meinem Leben. Ausgehend von diesem Wochenende werden Wirbelstürme durch unser Land gehen. Aber ich habe eine Sache auf dem Herzen und Ben hat das eben bestätigt, im Lobpreis kam er zu mir. Susanna hat das Gedankengut der Bewegung tief in sich aufgesogen. Jugendlicher Enthusiasmus bis in den Tod. Ich bewundere immer die ganzen Märtyrer, die für ihn einfach ihr Leben gegeben haben. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass ich auch einfach diese Leidenschaft bekomme, dass ich wirklich bis ans Äußerste für ihn gehe. Und das ist auch mein Ziel, einfach, dass er mich sowas von beeindruckt, dass ich das auch machen würde. Und ja, darauf hin arbeite ich auf jeden Fall. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Noch sind sie eine kleine Minderheit und kein Machtfaktor wie in den USA. Aber die christliche Rechte erreicht die Jugend auch in Deutschland. Jesus' junge Garde wird wachsen. Für nächstes Jahr hat die evangelikale Bewegung das Berliner Olympiastadion gemietet. Sie will es füllen mit enthusiastischen Sinnsuchern, jung, hingebungsvoll und beeinflussbar. Amen! Amen! Auch sie hat sich The Call angeschlossen. Statt Postern von Boygroups hängen Bibelsprüche an der Wand. Himmlischer Vater, ich danke dir für die zwei Mädels. Ich danke dir für ihren Glauben. Und ich danke dir für ihr Leben, das du ihnen gegeben hast. Beim Abendbrot ist zurzeit nur der Vater. Susanna und ihre Freundin fasten seit 40 Tagen, verzichten nach 15 Uhr auf das Essen. Der Vater, ein evangelischer Religionslehrer, begrüßt die Wandlung seiner Tochter, trotz ihrer radikaler werdenden Ansichten. Immer wenn ich irgendjemand, irgendwie immer einen Moslem sehe oder sowas, muss ich gleich für ihn beten, so, weil ich einfach spüre, hey, da fehlt irgendwas da. Und ich beobachte das natürlich auch und stelle auch dann immer wieder Fragen. Und da merke ich für mich, dass sie auf dem Boden geblieben ist. Im Hochsommer treffen die Schüler der Holy Revolution School wieder zusammen. Jetzt geht es in die Praxis. Susannas Team wird von Esbjörn geführt. Die Aufgabe? Straßenmissionierung. Der Erfolg der Evangelikalen beruht auch auf dem eifrig befolgten Missionsbefehl. Die besondere Schwierigkeit heute? Sie sind im gottlosen Osten unterwegs. Brandenburg. Die erste Station ist Frankfurt-Oder. In Zweiergruppen verteilen sie sich über die Stadt und suchen nach potenziellen Bekehrungswilligen. Susanna ist mit Simon unterwegs. Es ist ihre erste Praxisübung. Noch nie hat sie wildfremde Menschen angesprochen.
Das große Vorbild ist der routinierte Espion. Ich würde euch gerne mal eine Story erzählen. Ist okay? Ja. Und dann würde ich gerne für euch beten. Gott, ich danke dir für Steffen, Herr, und ich segne sein Leben, Herr. Ich danke für ihn, Herr, und ich bete einfach dafür, Vater, dass du ihm Sicherheit gibst in seiner Zukunft, Herr, dass er erkennt echt, dass du einen Plan hast, Herr, einen guten Plan hast, und bitte ich einfach dafür, dass er eine Lehrstelle kriegt, Herr, dass er eine Ausbildung kriegt, dass er weiß, was er macht in der Zukunft, Herr, dass er gutes Geld verdient, Herr, dass er ja einfach für sich dann sorgen kann, Herr, und dass er einfach ein gutes Leben führt. Amen. Amen. Dass Espion einfach so predigen kann, ohne sich vorzubereiten, das fasziniert mich schon. Und ich denke, das sollte auch so sein, weil ich denke, Jesus hat sich nicht vorbereitet und die Jünger haben sich auch nicht vorbereitet, sondern sie sind einfach losgegangen, haben darauf vertraut, dass Gott ihnen einfach die richtigen Worte in den Mund legt. Und was machst du da jetzt direkt? Also direkt quatsche ich mit Gott, dass der dir für dich irgendwie was hat. So. Kannst du das auch für mich machen? Mach's mal. Ja. Klar. Susanne und Simon sprechen drei Jugendliche an. Nach wenigen Minuten sind sie von der ganzen Clique umringt. Sie verfügen über ein Imperium von TV-Sendern, Radiostationen, Verlagen und Internetangeboten. Welcome back to the Washington Watch Weekly. Eine der einflussreichsten Lobbyistengruppen ist der Family Research Council. Mit seiner Radiosendung erreicht er jede Woche bis zu 30 Millionen Zuhörer. Pierre Bynum ist seit 30 Jahren Prediger und Lobbyist. Er kennt fast jeden wichtigen Entscheidungsträger der amerikanischen Hauptstadt persönlich. Ich glaube, George Bush ist Präsident, weil Gott ihn dazu auserkoren hat. Und seine Wiederwahl hat er hauptsächlich Christen zu verdanken. Die haben hart gearbeitet, Millionen von Christen haben sich für ihn engagiert und für ihn gestimmt. Das hat den Ausschlag gegeben. Während Pierre Bynum in den Chefetagen Lobbyarbeit betreibt, machen verbündete Aktivistengruppen die Basisarbeit. Der Cheflobbyist hält große Stücke auf The Call. Heute protestieren sie vor einer Abtreibungsklinik in Washington. Koordiniert von Lou Engel sind sie überall dort präsent, wo gegen christliche Gebote verstoßen wird. Das Ziel ist, ein weltweites Netz aufzubauen. An die Deutschen hat der leidenschaftliche Nationalist allerdings besonders hohe Erwartungen. But I believe that Hitler had a voice. Ich glaube, Hitler hatte eine Stimme für die jungen Menschen der Welt. Doch er war ein gebrochener Mann und hatte die falsche Stimme. Ich glaube, Gott hat eine Bestimmung für Deutschland. Die Bestimmung ist, die Jugend der Welt zu sammeln und sie zu Jesus Christus zu führen. Ich bin ins Olympiastadion in Berlin gegangen. Dort ist eine Glocke, eingraviert das Hitler-Zitat, ich rufe die Jugend der Welt. Ich bin dort hochgegangen und habe gebetet. Herr, lass Deutschland die Jugend der Welt rufen, um Jesus kennenzulernen. Ich glaube, das ist die Gabe, die Deutschland erlösen kann. Die Bestimmung der Deutschen. Sie sind Krieger. Ich glaube, eine große Armee der Liebe kann in Deutschland wachsen und sie wird ganz Europa und die Welt beeinflussen. Wenn er nach Deutschland schaut, fühlt sich Lou Engel in seinen fragwürdigen Thesen bestätigt. Tatsächlich findet zurzeit eine Art religiöser Boom statt. Das Jahr 2005 ist durch kirchliche Mega-Events geprägt. Zum Kölner Weltjugendtag im August pilgerten Millionen Jugendliche, um dem Papst zuzujubeln. 1,2 wurde im Jahr 2000 geboren. Bei der The Call-Massenandacht in Washington, D.C. versammelten sich eine 500.000 Menschen. Von dort breitete sich The Call über die ganze Welt aus. Auf den Philippinen ebenso wie in Südkorea, Australien, Brasilien und England. In allen Ländern liegt das Durchschnittsalter der Anhänger unter 20. About enlisting in the army, if you are absolutely serious about giving your life for a Jesus revolution, if you mean it, begin to lift your voices. Cry out! Cry out!
Etwas leiser, aber nicht weniger entschlossen, widmet Susanna ihr Leben dem Heiland. Pforzheim in Baden-Württemberg, ihrer Heimatstadt. Das intensive Seminar in der Holy Revolution School wirkt noch nach. Die Schülerin hat ihr normales Teenagerleben aufgegeben. Susanna hat in der Schule einen Bibelkreis initiiert, nimmt wöchentlich an zwei weiteren teil. Außerdem verzichtet sie auf den Computer und auf die CDs ihrer Lieblingsbands. Ich habe irgendwie gemerkt, das kann es nicht sein. Ich kann zurzeit einfach keinen Rock mehr hören irgendwie. Auch wenn ich das vorher getan habe. Das ist irgendwie fremd geworden. Und von alleine. Und ich fühle mich jetzt auch nicht so, als wenn Gott mir das verboten hätte zu tun. Sondern das will ich von mir aus einfach nicht mehr. Und ich glaube, so geht es mit vielen Dingen. Einfach, dass wir merken, dass es nicht richtig ist, Dinge zu tun, und dann lassen es auch von uns aus. Im Jugendzimmer mit der besten Freundin. Auch sie hat sich The Call angeschlossen. Statt Postern von Boygroups hängen Bibelsprüche an der Wand. Himmlischer Vater, ich danke dir für die zwei Mädels. Ich danke für ihren Glauben. Und ich danke dir für ihr Leben, das du ihnen gegeben hast. Beim Abendbrot isst zurzeit nur der Vater. Susanna und ihre Freundin fasten seit 40 Tagen, verzichten nach 15 Uhr auf das Essen. Der Vater, ein evangelischer Religionslehrer, begrüßt die Wandlung seiner Tochter, trotz ihrer radikaler werdenden Ansichten. Irgendwie, immer wenn ich irgendwie einen Moslem sehe oder sowas, muss ich gleich für ihn beten, so, weil ich einfach spüre, hey, da fehlt irgendwas da. Und ich beobachte das natürlich auch und stelle auch dann immer wieder Fragen, und da merke ich... Zu klein geratenen Fuß. So, im Namen Jesus Christus spreche ich zu dem Fuß, komm Fuß, ich sage zu dir, wachse. Okay, hinstellen, aufstehen, herkommen. Im Namen Jesus Christus spreche ich zu dem Becken. Es soll gerade werden im Namen Jesus Christus. Jede Verkrümmung, ich spreche komplette Heilung aus, es soll gerade werden im Namen Jesus Christus. Man hat ja gesehen, die Menschen wurden geheilt. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip. Ich glaube fest an das, was in der Bibel steht. Und die Bibel ist das Wort Gottes, und das funktioniert. Und wenn ich daran glaube und danach handle, weiß ich es ganz genau, dass es funktioniert. Und es immer so sein wird. Göttliche Zeichen und Wunder spielen eine große Rolle bei The Call und erfreuen sich bei den Jugendlichen großer Beliebtheit. Genauso wie die exzessive Spiritualität beim lautstarken Parallelbeten. Die Evangelikalen suchen einen ganz persönlichen Zugang zu Gott, ohne kirchliche Zeremonien. Manche geraten in religiöse Trance, beginnen in fremden Zungen zu reden, dem sogenannten Sprachengebet. Manchmal merkt man einfach, dass, also wenn ich im Sprachengebiet zum Beispiel gerade eben, da denke ich gar nicht, was ich rede, und ich rede einfach, und ich merke, das ist der Heilige Geist, und irgendwie, es kommt nicht durch meinen eigenen Kopf, sondern von Gott halt. Am Abend erfolgt eine Zeremonie, die für viele so intensiv wie ein Drogenrausch ist. Unter religiösem Dauersingsang segnen die Mentoren ihre Schüler einzeln. Wieder wird der Heilige Geist beschworen und aufgefordert, in den Körper des Jugendlichen zu fahren, mitunter bis zum Zusammenbruch. Es ist von Drogen high sein, ist nichts dagegen. Das ist alles nur Nachahmung. Was das Wirkliche ist, ist, was man bei Gott findet. Und das ist einfach diese Liebe und Freude, ja, dieser Frieden, was man merkt, wenn Gott da ist. Das ist der Hammer, unbeschreiblich. Ja,
Spüre ich oder das empfinde ich schon so, dass ich hier nicht etwas tue aus eigenen Ambitionen oder aus eigener Kraft, sondern dass Gott mich gerufen hat dazu, einer jungen Generation zu dienen und sie zu Gott zurückzurufen. Das ist der Ruf letztendlich, der auf meinem Herzen brennt. Das Wochenende klingt mit einer Party aus. Nach dem Beten wird gefeiert. Diese Mischung hat sich bewährt. Also ich denke, Lobpreis oder diese Anbetung hier, das ist viel besser, wie wenn man auf einem Konzert irgendwie welchen Popstars zujubelt, weil Gott ist viel größer wie irgendein Popstar. Das ist mein Traum ist, dass Sie in die Gesellschaftsbereiche reingehen, sei es als Grafiker, sei es als Musiker, sei es als Beamter, sei es als Geschäftsführer irgendeiner Firma und dort in diesem Gesellschaftsbereich den anderen Menschen zeigen, was es bedeutet, in einer ganz normalen Arbeit zu stehen, aber täglich mit Jesus zu leben und nach christlichen Werten und Überzeugungen zu handeln. Ich fände es schön, wenn Christen in allen politischen Häusern sitzen, in den Schulen, natürlich auch in den Kirchen, da tun sie auch mal ganz gut ein paar Christen. Das sind aber nur Namensbezeichnungen. Was diese Gruppen meinen, ist, dass die Gruppen oder Organisationen tatsächlich infiltriert werden durch dieses sehr enge ideologische Christentum. Und das erinnert mich, auch wenn es die Fundamentalisten jetzt total nervt, wenn ich das sage, aber es erinnert mich natürlich an Scientology. Die sagen auch, also wir, unsere Leute müssen überall sitzen, in der Staatskanzlei, in den Schulen, in den Universitäten, damit wir unsere Macht in der Gesellschaft durchdrücken können. Das kann nie gut sein, wenn es mit Ideologie verbunden ist. Doch die Gruppen wachsen anscheinend unaufhaltsam. Bereits ein Drittel aller Christen weltweit bezeichnet sich als evangelikal. Die Idee, mit modernen Happenings ein erzkonservatives Christentum zu vermitteln, wurde im Jahr 2000 geboren. Bei der The Call Massenandacht in Washington D.C. versammelt... Tun Sie auch mal ganz gut ein paar Christen. Das sind aber nur Namensbezeichnungen. Was diese Gruppen meinen, ist, dass die Gruppen oder Organisationen tatsächlich infiltriert werden durch dieses sehr enge ideologische Christentum. Und das erinnert mich, auch wenn es die Fundamentalisten jetzt total nervt, wenn ich das sage, aber es erinnert mich natürlich an Scientology. Die sagen auch, also wir, unsere Leute müssen überall sitzen, in der Staatskanzlei, in den Schulen, in den Universitäten, damit wir unsere Macht in der Gesellschaft durchdrücken können. Das kann nie gut sein, wenn es mit Ideologie verbunden ist. Doch die Gruppen wachsen anscheinend unaufhaltsam. Bereits ein Drittel aller Christen weltweit bezeichnet sich als evangelikal. Die Idee, mit modernen Happenings ein erzkonservatives Christentum zu vermitteln, wurde im Jahr 2000 geboren. Bei der The Call Massenandacht in Washington D.C. versammelten sich eine 500.000 Menschen. Von dort breitete sich The Call über die ganze Welt aus. Auf den Philippinen ebenso wie in Südkorea, Australien, Brasilien und England. In allen Ländern liegt das Durchschnittsalter der Anhänger unter 20. About enlisting in the army, if you are absolutely serious about giving your life for a Jesus revolution, if you mean it, begin to lift your voices. Cry out! Cry out! Cry out! Here I am! Here I am! Send
Etwas leiser, aber nicht weniger entschlossen, widmet Susanna ihr Leben dem Heiland. Pforzheim in Baden-Württemberg, ihrer Heimatstadt. Das intensive Seminar in der Holy Revolution School wirkt noch nach. Die Schülerin hat ihr normales Teenagerleben aufgegeben. Susanna hat in der Schule einen Bibelkreis initiiert, nimmt wöchentlich an zwei weiteren teil. Außerdem verzichtet sie auf den Computer und auf die CDs ihrer Lieblingsbands. Ich habe irgendwie gemerkt, das kann es nicht sein. Ich kann zurzeit einfach keinen Rock mehr hören irgendwie. Auch wenn ich das vorher getan habe, das ist irgendwie fremd geworden. Und von alleine. Und ich fühle mich jetzt auch nicht so, als wenn Gott mir das verboten hätte zu tun, sondern das will ich von mir aus einfach nicht mehr. Und ich glaube, so geht es mit vielen Dingen. Einfach, dass wir merken, dass es nicht richtig ist, Dinge zu tun, und dann lassen wir es auch von uns aus. Mobilization of an army of God rolling out, sweeping all through the land. Am Ende wird die Nationalflagge angebetet, ein festes Ritual. Diese Christen sind auch überzeugte Nationalisten. Es gibt beim Thema Fundamentalismus zwei Aspekte, glaube ich. Einmal das Religiöse, sie berufen sich ja tatsächlich auf die Bibel und sie lügen ja nicht. Die Sachen, die zitieren, die stehen ja tatsächlich in der Bibel. Aber das andere ist ein psychologisches Phänomen. Und das macht es, glaube ich, gefährlich, dass nämlich Menschen, wie in tatsächlich auch Sekten, auf eine Linie eingeschworen werden. Und dass diese Gruppen aus der Abgrenzung leben. Also wir haben den reinen Glauben, den es nie gab in der ganzen Kirchengeschichte. Das war immer ein Kampf zwischen verschiedenen Glaubenssystemen, zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen, auch im Christentum. Aber diese Gruppen sagen, es gibt den reinen Glauben und den findet ihr bei uns. Zurück in der Holy Revolution School. Im Oktober trifft sich der Jahrgang zum letzten Mal. Die Jugendlichen sind nach den vielen Seminaren und Missionierungslehrgängen eine eingeschworene Gemeinschaft geworden. Übermorgen werden sie als fertige Missionare ausgesandt. Sie sind fit für den Heiland, mit dessen bevorstehender Wiederkehr sie fest rechnen. Ich erwarte jeden Tag, dass er kommt. Und so lebe ich. Möchte nicht leben mit der Perspektive, vielleicht in 100 Jahren kommt Jesus zurück, sondern ich glaube, dass er wiederkommt und ich glaube, dass es nicht mehr so weit entfernt ist. Esbjörn berichtet den Mitstreitern von seinen Erlebnissen in den USA, die ihn tief beeindruckt haben. Junge Christen als politische Aktivisten. Das ist die Rolle, in der er sich und seine Schüler künftig auch sieht. Ich habe mich einfach, die haben mich begrüßt, die Amis, war ganz nett. Und ich habe einfach gemerkt, stell dich jetzt dazu. Ich wusste ja nicht, wie lange die da jetzt stehen, vielleicht 10 Minuten oder was. Hab mir so ein Live-Tape genommen. Und dann stand ich da von morgens 10 bis nachmittags 16 Uhr. Und es war richtig schön warm und es war krass. Es war eines der heftigsten, da werde ich gleich auch noch drauf sprechen, Erlebnisse in meinem Leben. Ausgehend von diesem Wochenende werden Wirbelstürme durch unser Land gehen. Aber ich habe eine Sache auf dem Herzen. Ich glaube einfach, dass Gott einen genialen Plan mit mir hat, mit meinem Leben. Ich möchte Missionarin werden und dafür muss ich natürlich auch predigen können. Und bisher habe ich das noch nicht getan, aber ja, ich möchte einfach meine Angst dafür verlieren, dass ich das eben mal kann. Diese junge Generation ist so hungrig nach Leben, ist hungrig nach Liebe. Und die Welt bietet so viele Möglichkeiten, den Hunger nach Liebe gestillt zu bekommen, den Hunger nach Leben gestillt zu bekommen. Aber er wird nicht gestillt. Er wird nur durch eine Person gestillt. Und das ist Jesus alleine. Amen. Okay. So, wir haben heute Nachmittag Workshops. Sag mal Workshop.
Sag mal Shopwork. Am ersten Tag verteilen sie sich auf verschiedene Seminare. Je nach Begabung können sie sich zum Heiler oder zum Prediger ausbilden lassen. Esbjörn hat inzwischen Karriere gemacht bei The Call und ist einer der Gruppenleiter der Schule. Er spricht zum Thema Face Your Fears, stell dich deinen Ängsten. Und wie antwortest du dann? Natürlich sollen wir Liebe antworten, aber auch bestimmt. Gesalzen. Sein Vortrag wird mitgeschnitten und auf CD gebrannt, damit die Jugendlichen es sich zu Hause immer wieder anhören können. Ein wichtiges Ziel des Seminars ist es, sie mit rhetorischen Waffen auszustatten, damit sie ihren Altersgenossen unpopuläre Leitsätze erklären. Zum Beispiel, Homosexualität ist Sünde und vorehelicher Sex auch. Ich weiß nicht, welchen Gott du am Sonntag anbeten wirst. Und drittens, solltest du nicht so abfällig über Gott reden, weil irgendwann wirst du dich nochmal wundern, was mit deinem Leben passiert, wenn du nicht mit Gott lebst. Und ich habe es sehr oft erlebt, Leute, die sagen, dass Christen heutzutage keine Verfolgung erleben. Bah, so ein Käse. Die Verfolgung erlebe ich, wenn ich gefragt werde von meinen Klassenkameraden, wie es aussieht mit Sex vor der Ehe. Und ich dann ganz straight sage, nö, mach ich nicht, brauche ich nicht, habe ich nicht nötig. Gott hat da einen Plan für mich. Und deswegen frage ich mich dann, inwieweit da auch ein Segen drauf liegt, wenn ich mir angucke, wie viele Menschen auch aus meinem Freundeskreis mit einem gebrochenen Herzen aus einer Beziehung gehen. Aufgrund eben, dass sie sagen, ja, scheiße, doch gepoppt und irgendwie doch unzufrieden und was immer bleibt ist, das sage nicht ich, das sagen mir Leute, was immer bleibt ist, bei jedem Mal Geschlechtsverkehr mit einer anderen Person, ist ein Teil von mir, bleibt da. Parallel läuft der Tanzworkshop. The Call-Missionare müssen sich bewegen können. Manchmal gibt es... Das heißt, ich habe alles. Ich habe den Sieg praktisch, weil er hat alles besiegt am Kreuz, als sie gestorben ist. Und dadurch habe ich ihn in mir. Und mit ihm gehe ich ja noch. Am nächsten Morgen. Ben Rainer Krause tankt Kraft für den zweiten Seminartag. Der 33-Jährige gilt inzwischen als einer der einflussreichsten fundamentalistisch-christlichen Jugendprediger in Deutschland. Circa 1,3 Millionen evangelikale Christen leben hierzulande. Während die Kirchen leer sind, begeistern Events wie die von The Call Tausende. Alles unter seiner Führung. Vor 7 Jahren hat der gelernte Einzelhandelskaufmann seinen Job gekündigt. Ich fühle mich berufen in der Weise, dass ich dazu bestimmt bin, Gott zu dienen. Das empfinde ich schon. Und ich gehe nicht ins Kloster. Manche empfinden, dass sie berufen sind, dorthin zu gehen und dort Gott zu dienen. Aber mein Ruf, der auf meinem Leben liegt, den spüre ich oder das empfinde ich schon so, dass ich hier nicht etwas tue aus eigenen Ambitionen oder aus eigener Kraft, sondern dass Gott mich gerufen hat dazu, einer jungen Generation zu dienen und sie zu Gott zurückzurufen. Das ist der Ruf letztendlich, der auf meinem Herzen brennt. Das Wochenende klingt mit einer Party aus. Nach dem Beten wird gefeiert. Diese Mischung hat sich bewährt. Also ich denke, Lobpreis oder diese Anbetung hier, das ist viel besser, wie wenn man auf einem Konzert irgendwie welchen Popstars zujubelt, weil Gott ist viel größer wie irgendein Popstar. Das ist mein Traum ist, dass sie in die Gesellschaftsbereiche reingehen, sei es als Grafiker, sei es als Musiker, sei es als Beamter, sei es als Geschäftsführer irgendeiner Firma und dort in diesem Gesellschaftsbereich den anderen Menschen zeigen, was es bedeutet, in einer ganz normalen Arbeit zu stehen, aber täglich mit Jesus zu leben und nach christlichen Werten und Überzeugungen zu handeln.
Ich fände es schön, wenn Christen in allen politischen Häusern sitzen, in den Schulen. Natürlich. Die haben hart gearbeitet. Millionen von Christen haben sich für ihn engagiert und für ihn gestimmt. Das hat den Ausschlag gegeben. Professing Christians did come out to vote for George Bush, and no question, they made the difference. Während Pierre Beinem in den Chefetagen Lobbyarbeit betreibt, machen verbündete Aktivistengruppen die Basisarbeit. Der Cheflobbyist hält große Stücke auf The Call. Heute protestieren sie vor einer Abtreibungsklinik in Washington. Koordiniert von Lou Engel sind sie überall dort präsent, wo gegen christliche Gebote verstoßen wird. Das Ziel ist, ein weltweites Netz aufzubauen. An die Deutschen hat der leidenschaftliche Nationalist allerdings besonders hohe Erwartungen. But I believe that Hitler had a voice. Ich glaube, Hitler hatte eine Stimme für die jungen Menschen der Welt. Doch er war ein gebrochener Mann und hatte die falsche Stimme. Ich glaube, Gott hat eine Bestimmung für Deutschland. Die Bestimmung ist, die Jugend der Welt zu sammeln und sie zu Jesus Christus zu führen. It can summon the youth of the world to bring him to Jesus. Ich bin ins Olympiastadion in Berlin gegangen. Dort ist eine Glocke, eingraviert das Hitler-Zitat, ich rufe die Jugend der Welt. Ich bin dort hochgegangen und habe gebetet. Herr, lass Deutschland die Jugend der Welt rufen, um Jesus kennenzulernen. Ich glaube, das ist die Gabe, die Deutschland erlösen kann. Die Bestimmung der Deutschen. Sie sind Krieger. Ich glaube, eine große Armee der Liebe kann in Deutschland wachsen und sie wird ganz Europa und die Welt beeinflussen. Wenn er nach Deutschland schaut, fühlt sich Lou Engel in seinen fragwürdigen Thesen bestätigt. Tatsächlich findet zurzeit eine Art religiöser Boom statt. Das Jahr 2005 ist durch kirchliche Mega-Events geprägt. Zum Kölner Weltjugendtag im August pilgerten Millionen Jugendliche, um dem Papst zuzujubeln. 1,2 Millionen Besucher kamen zum evangelischen Kirchentag in Hannover im Mai. Ein Rekord. Offenbar sehnen sich viele in Zeiten von Perspektivlosigkeit und zerbrechenden Familienstrukturen nach tieferen Werten und festen Regeln. Außerdem wird der Eventcharakter geschätzt. Für freikirchliche Gruppen ist das die Chance. Auch Ben Rainer Krause und The Call sind in Hannover präsent. Ein Team von uns war gestern unterwegs, traf zwei super gestylte Mädels, 18 Jahre alt, sind irgendwo von der Ostsee hierher gereist und dann hat unser Team sie gefragt, warum seid ihr hier? Haben sie gesagt, wir sind hier, weil wir jetzt endlich mal wissen wollen, was das mit Gott auf sich hat. Also die sind auf der Suche nach Gott.